Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zeitzer. Bevor wir die eigentliche Diskussion eröffnen, darf ich ganz recht herzlich Beat Cognolo begrüßen, der als Erzengel Michael einen kleinen Gruß von Michael Mende überbringen will. Das heißt, wir haben also schon jetzt überregional Aufsehen erregt. Und ich würde Ihnen jetzt bitte auf die Bühne bitten. Ein Pamphlet, eine Schmährede vom heiligen Erzengel Michael. Es grüßt euch, euer Michael Mendel für Zeit. Wenn Fortschritt zum Rückschritt wird,
nach dem Willen von Politikern, oder soll die Stadt Zeit kein eigenes Klinikum, keine eigene Geburtenklinik mehr haben? Naumburg, übernehmen Sie. Wir haben... Silence, Silence. Im Himmel herrscht Ruhe. Wir haben in wenigen Tagen bei den Mendel-Festspielen 2019 auch erlebt, wie Zeit durch unsere Kunst- und Kulturinitiative ein Aufbruch, klein aber fein, entstand. Geht noch. Nun passiert wohl Abbruch vor der Strukturwandel Zeit in Zeit. Und wir wollen dazu nicht einfach schweigen. Die Heimatstadt der dort lebenden Paare mit Kinderwunsch gewährt nicht, den Stolz haben zu dürfen, Neubürger von Zeit zu werden. Was ist Heimat? Auslagerung? Exil? Wie heißt das neue Kleid und das neue Kind der Politik? Also, liebe Hebammen, liebe Frauen von Zeit, keine Angst vor Sturzwehen. Der Sonderzug nach eben Naumburg bringt sie hin, hoffentlich ohne Verspätung der Deutschen Bahn. Die Schweizer Bahnen sind pünktlich. Neue Gleise werden gezogen, alte wurden ja durch den Willen der Obrigkeit mancherorts bereits abgerissen. Uff, 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 die Eisenbahn sinkt, das schon nicht Neugeborene im Bauch der Mutter bei der Tagesschau am Abend mit der wohlklingenden Sprache der Politiker gefüttert werden. Oder doch eher ein Bus, der ja keinen CO2-Fußabdruck hat, warum auch? Das noch nicht Kind hat ja auch keinen Fußabdruck auf der Zeitzahl Erde hinterlassen. Höchstens im Innenbauch der Mutter vor lauter Ungeduld und Neugier ihre Stadt Zeit einzuatmen. In Zeit gibt es bekannterweise ein tolles Museum für deren Kinderwagen, weil diese keine Fabrik mehr haben durfte. Ein Krankenhaus zur Entbindung ist in der Tat keine Fabrik, aber diese liefert doch das Endergebnis aus, oder? In Zeit werden in Zukunft wohl nur noch wegoperiertes menschliches Mängelmaterial entsorgt. Sorgt euch dafür. Das bringt keine Freundschreie von Kind und Eltern. Valhalla ist verstopft. Apropos Museum. Ich grübel noch, wie ein Museum für Nichtgeborene aussehen könnte. Liebe Zeitzerinnen, liebe Zeitzer, ich, Michael Mendel, wurde auch schon öfters gefragt, ob ich in Zeitz geboren bin, weil wir uns so für die Stadt einsetzen. Ich verneinte, bejahte aber, dass ich in und für Zeitz Gedanken geboren habe. Prima ist allerdings, liebe Sparmaßnahme, Bürokratin, dass, wenn Zeit immer weiter, nicht weiter mit Zeit zum Nachschub beliefert würde, am Aderlass der Entscheidungen am grünen Tisch daran stirbt. Die Verwaltung und Friedhöfen nicht weiter von Steuergeldern genährt werden müsste, denn die würde dann Waisenkind werden, würde ins Seniorenheim gesteckt. Wenn die letzte... Der letzte Zeit Jander stirbt, wird sie, wird er die Fahrkarte nach Naumburg in der Westentasche haben, ohne Umsteigemöglichkeiten. Daher bedenkt, die Würde des Menschen ist unantastbar, das Klinikum Zeit auch. Aber anscheinend zu teuer und Geiz ist geil, gell? Bürokratus Geizus, denk mal,
Denn Zeit ohne Klinikum, ohne Neugeburten ist wie ein Zukunftsinstitut. Zeit ohne Zukunft eine Fehlgeburt. Ohne Ort, in dem das Leben von morgen eben nicht neu gedacht und entwickelt, sondern wie früher. Höret, durch die Treuhandanstalt, was für ein Unwort jetzt halt durch die Politik abgewickelt wird. Lasset euch daher nicht mehr um die Finger wickeln. Die Politik hat gut und genug um den Kinderbrei geredet. Daher jetzt Taten statt Worte, Taten für Zeit, statt ein weiteres Desaster ohne Worte. Liebe, meine liebe, lieben Zeitzerinnen, liebe Zeitzer, ja, empört euch zu Recht für das Recht auf Menschenrecht, auf Menschenleben in und für Zeit. Ja, empört euch zu Recht, aber die große Bitte an euch alle, von mir und Michael, Respekt und Würde für die Menschen, für die Sache. Bedenkt, pöbeln mit Hass schüren rechtsextreme und rechtsgesinnte Parteien. Wir nicht, denn ihr seid jetzt wieder das Volk für die Sache mit Stil. Bert Toniolo und ich, Michael Mendel, haben gezeigt für euch, für Zeit, für die Geburtenklinik, für das Klinikum, für die Zukunft der Kinder, der Familien in Zeit. Denn merket euch, nicht die Politik, sondern Kinder und die Eltern sind die Zukunft in und für Zeit. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Amen. Ja, dem gibt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Auch im Namen des Aktionsbündnisses Zeit möchte ich Sie ganz herzlich nochmal hier begrüßen. Noch lauter, schrei mir hier schon die Seele aus dem Leib. Ich möchte mich ganz gerne den Grußworten von Michael Mende anschließen, gerade dem letzten Aspekt. Wir haben schon sehr viel gewonnen und alleine die Tatsache, dass Sie, wir alle heute hier sind, ist ein starkes Zeichen. Und wer die Nachrichten in den sozialen Medien beachtet hat, kennt auch die aktuellsten Entwicklungen. Deswegen auch von hier nochmal mein Appell an alle, die hier sind, lasst uns den Protest friedlich übermitteln. Wir haben nichts gewonnen, wenn wir anfangen zu pöbeln. Im Prinzip genau dieselben Worte, wie Michael Mende jetzt auch übermittelt hat. Ich habe das Manuskript vorher nicht gekannt, hätte jetzt aber mehr oder weniger das Gleiche gesagt. Nur in dem Fall gemäßigter, schneller Protest ist guter Protest und hat auch die Chance, auf der Gegenseite gehört zu werden und vielleicht am Ende auch zu einem Ergebnis zu führen, welches wir uns alle erhoffen. Wir sind hier zum Erhalt unserer Rettung unseres Klinikums und dann würde ich auch gleich überleiten wollen zum nächsten Redner, dem Landrat Götz Ulrich. Er hat uns ja versprochen, am gestrigen Tag, wer sich die Videos angeschaut hat im Netz, weiß das, er wollte heute gerne hier Worte loswerden und hat versprochen, uns etwas mitzubringen. Wir sind alle gespannt. Bevor wir sozusagen in die Diskussion einsteigen, würde ich gerne dem Landrat Götz Ulrich das Wort erteilen und bitte Sie nochmal, lassen Sie ihn auch in Ruhe zu Wort kommen. Lassen Sie uns alle hören, was er uns zu sagen hat, sonst hat diese ganze Veranstaltung hier keinen Sinn.
Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner aus Zeitz und Umgebung. Sie warten alle auf Antworten. Und ich will Sie auch nicht lange warten lassen. Ihre Proteste vergangene Woche, gestern und auch vor allem jetzt hier sind eindrucksvoll. An denen kommt man nicht vorbei. Die Geburtenstation, die Kinderabteilung haben eine hohe Symbolkraft für Zeitz. Für eine Stadt, die sich trotz aller Probleme gerade aufmacht, in eine gute Zukunft zu gehen. Das haben die Sanierer unterschätzt und das habe auch ich unterschätzt. Um eine Geburtenstation zu betreiben, brauchen wir Geld. Das bekommen wir nicht mehr von den Krankenkassen, die eigentlich dafür zuständig sind. Und von den anderen Stellen ist dafür vorerst auch keine Hilfe zu erwarten. Also habe ich gemeinsam mit den Kreistagsfraktionen von CDU, FDP, SPD und Die Linke einen Antrag für den nächsten Kreistag vorbereitet. Darin steht, dass der Burgenlandkreis nach Beendigung des Insolvenzverfahrens zur Aufrechterhaltung der Geburtshilfe und Kinderheilkunde in Naumburg und Zeitz einen Defizitausgleich gewähren wird. Wir reden von mindestens 1,6 Millionen Euro jedes Jahr. Damit soll sichergestellt werden, dass in Naumburg und in Zeitz die viel zitierte Landebahn für den Storch nicht abgerissen wird. Dafür müssen wir an anderer Stelle im Kreis den Gürtel deutlich enger schneiden. Diese vom Kreistag zu beschließende Zusage gilt, wenn das Klinikum in kommunaler Trägerschaft des Burgenlandkreises bleibt. Ich betone das deshalb, denn wir stehen vor der Gefahr, dass uns private Krankenhausbetreiber das Klinikum im Insolvenzverfahren abkaufen wollen. Und das möchten wir nicht. Nicht deshalb, weil ich glaube, dass Private alles schlechter machen als die öffentliche Hand. Aber die Erfahrungen aus anderen Landkreisen zeigen, dass wir uns auf die Versprechen der privaten Krankenhausträger nicht verlassen können. Wir können allerdings im Insolvenzverfahren nicht alleine entscheiden. Daher müssen wir das Klinikum natürlich trotzdem sanieren, sodass die Gläubiger, also die Banken und Unternehmen, davon überzeugt sind, dass wir auch künftig ein kommunales Krankenhaus wirtschaftlich führen können. Wenn wir eine wichtige Sanierungsmaßnahme nicht durchführen und die Schließung der Geburtenstation damit ja abwenden, müssen wir an anderer Stelle hart umbauen. Das bleibt unumgänglich. Wir wollen dies dann mit einer neuen Führung im Klinikum Burgenlandkreis
angehen. Abschließend habe ich noch eine Bitte an Sie alle. Wir müssen uns jetzt wieder an einem gemeinsamen Ziel zusammenfinden. Ich möchte mit Ihnen gemeinsam den Burgenlandkreis insgesamt voranbringen. Und ich danke Ihnen und bin erstaunt für so viel Fairness und dafür, dass Sie mir so lange und diszipliniert zugehört haben. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß jetzt nicht genau, über welches Mikro ich sprechen soll. Mein Name ist Sven Weißbrot vom Aktionsbündnis. Und ich muss Ihnen allen ein Riesenkompliment machen. Das haben nicht wir geschafft, das haben Sie geschafft. Dankeschön. Welche Bewegung wir in dieser kurzen Zeit hier lostreten konnten, wie viele hunderte Unterstützer. Wir sehen das heute an den ganzen Ordnern. Das ist kein Ordner dabei, den wir gemietet haben. Die machen das heute alle freiwillig und kostenlos. Also höchsten Respekt. Natürlich kann man jetzt sagen, da ist die Veranstaltung heute ein voller Erfolg. Allerdings müssen wir wissen, es steht noch eine Entscheidung des Kreistages aus. Deswegen möchte ich an dieser Stelle schon mal dazu einladen, dies alles mit zu betrachten. Am 4.11. ist die Sitzung des Kreistages und wir hoffen, dass der Kreistag unseren Nöten stattgibt. Da wir natürlich aber heute einen Fahrplan erarbeitet hatten, wir konnten ja nicht wissen und wir danken ausdrücklich dem Landrat. Aber diese glückliche Wendung haben wir nicht kommen sehen. Wir haben heute natürlich noch ein paar Leute eingeladen, die direkt betroffen sind. Insbesondere die Hebammen in Zeitz. Und den möchten wir. Denen möchten wir natürlich jetzt die Gelegenheit geben, obwohl ich vermute, Sie sind jetzt erstmal von der Wendung genauso überrascht wie wir, aber wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, zu Ihnen zu sprechen. Dankeschön. Wir sind natürlich ganz angenehm überrascht und freuen uns, dass wir hier reden können. Hallo. Und dass unbedingt der Storch wieder eine Landebahn in Salz behält, das unbedingt muss so sein. Ja? Und wir bedanken uns recht herzlich für die Unterstützung, für die vielen Leute, die hier sind. Nochmal danke an alle Unterstützer von nah und fern, auch aus anderen Regionen. Wir wissen das sehr zu schätzen und wir wissen auch, dass eine gute Geburt unbezahlbar ist und nicht unbedingt an Kosten und an Zahlen festzumachen ist. Und jede Frau... Und jede Frau sollte gewiss sein, eine sichere und geborgene Geburt zu haben. Auch weiterhin in Zeit. Und wir hoffen, wir können das unseren Frauen so weitergeben, wenn die uns fragen, wann sollen wir ab Januar oder wo sollen wir entbinden, dass wir sagen, natürlich in Zeit. Danke. Das Licht rennt weiter in unserem Kreißsaal. Ich bin so glücklich und ich danke allen, die für uns hier einstehen, die unseren Job mitgerettet haben. Herzlichen Dank. Vor vielen Jahren hatten wir im Sommer ein Sommermärchen. Zeit hat dieses Jahr ein Herbstmärchen.
mit einem wundervollen Ausgang. Danke, Anna. Danke. Danke. Liebe Zeitzer, vielen Dank. Wir haben gerade kurz entschlossen ein paar Reden gecancelt, die unnötig geworden sind. Was wir natürlich nicht canceln wollen, wir haben auch Schwangere eingeladen, die natürlich jetzt die Gelegenheit haben, sich beim Landrat bei Ihnen allen zu bedanken. Ich möchte an dieser Stelle auch sagen, der Stadtrat von Zeitz hat sich mit dem Thema auch intensiv beschäftigt. Die haben am Donnerstag ihre Tagesordnung geändert, um das nochmal in öffentlicher Sitzung aufzunehmen, um auch dem Kreistag zu zeigen, die ganze Stadt steht geschlossen hinter dem Klinikum, so wie es ist. Danke. Ich muss leider sagen, die Schwangeren waren so begeistert. Entweder sind sie schon beim Klinik und tragen sich ein, oder ich weiß es nicht. Sie sind weg. Ja, und da das nun eine ungeahnte Wendung genommen hat, möchten wir trotzdem nicht versäumen, Ihnen ganz kurz die Akteure hinter dem Aktionsbündnis Zeitz vorzustellen, denn das ist ja keine One-Man-Show, sondern es fängt bei den Ordnern an, die sich heute spontan erreichen. Also ihr organisatorischer Aufwand, den wir in den letzten Tagen gehabt haben, ist riesengroß gewesen. Der Schlaf war minimal, den wir gehabt haben. Und deswegen gebührt es, denke ich mal, auch der Ordnungkeit halber alle vorzustellen, die hier mitgewirkt haben, damit sie zu der Aktion hier auch ein Gesicht bekommen, ja, und auch wissen, wer sich für ihre Stadt einsetzt. Und da würde ich jetzt einfach mal die Mitglieder des Aktionsbündnisses Zeitz auf die Bühne bitten und das Sven Weißbrot kann da vielleicht ganz kurz nochmal zu den Einzelnen was sagen. Naja, vielen Dank. Ne? Also als erstes kommt hier Petra Tischendorf, das ist unsere gute Seele, die hier mehr oder weniger das Management vor Ort übernommen hat. Nicht unterschlagen möchte ich natürlich Udo Lange, der die Idee zur Petition hatte und auch die fachliche Umsetzung. Hier hinter uns steht unser Freund Sebastian Nicolai, vielen Zeitzern bekannt. Hier ist Dr. Nils Reiche von den Posaunen. Hier ist unser David Müller, ich muss erst nach dem Namen fragen, alle nennen ihn Atte. Hier Martin Exler, der die Sache genauso wie alle anderen auch logistisch unterstützt hat. Und hier unser Dr. Jörn Röhler, der uns natürlich auch mit fachlicher Unterstützung beigestanden hat. Ja, das sind die Akteure, aber es sind wirklich nur diejenigen, die die Organisation in der Hand gehalten haben. Ohne all die anderen, die Flyer verteilt haben, wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben bis vor einer Stunde überhaupt nicht gewusst, wie wir die Ordner zusammenkriegen. Und wir danken Ihnen allen für die Hilfe. Liebe Zeitzer, ich denke, Sie haben sich auf einen langen, heißen Abend eingestellt. Den können wir Ihnen nicht bieten, hat der Landrat Schuld. Aber ich glaube, wir sind alle froh, wie es ist. Nochmal einen herzlichen Dank an den Landrat. Und wir passen natürlich auf, dass diese Zusagen so eingehalten werden. Und wir hoffen, dass der Kreistag sich anschließt. Vielen Dank. So, also kurz und knapp könnte man sagen, ach so, Entschuldigung, kleiner Fauxpas, einer wurde natürlich nicht vorgestellt, weil er reden musste, das ist der Sven Weißbrot, auch ihm gebührt, vielen Dank, er hat sich auch sehr eingesetzt für die ganze Sache und den einen oder anderen sicherlich aus der Vergangenheit auch bestens bekannt, auch für die ein oder andere Rede im Stadtrat bekannt gewesen als Mitglied einer Fraktion des Stadtrates. Ich möchte jetzt absichtlich keine Namen nennen, weil das ist auch nochmal ganz wichtig gewesen. Das Aktionsbündnis Zeitz ist ins Leben gerufen worden als überparteiliche Organisation, wenn man das so sagen möchte, wo jeder, der interessiert ist, für die Stadt Zeitz
etwas zu tun, sich daran beteiligen kann. Und das vielleicht am Ende auch nochmal ein kleiner Aufruf von meiner Seite. Wir werden in der Zukunft neben dem Klinikum Zeitz wahrscheinlich noch ganz andere Themen zu bewältigen haben. Und deswegen auch der Name Aktionsbündnis Zeitz und auch der Appell an Sie, helfen Sie mit, nur gemeinsam können wir für diese Stadt etwas bewegen. Nur wenn wir zusammenstehen. Was das Klinikum anbelangt, hat uns nun der Landrat die Show gestohlen. Na, so kann man es nicht anders sagen. Damit sind wir am Ende des heutigen Abends angekommen. Trotzdem der Appell, bleiben Sie wachsam, achten Sie mit Argusaugen, was passieren wird. Gegebenenfalls sehen wir uns wieder. Vielen Dank. Als derjenige, der neben der Petra Tischendorf diese Veranstaltung ins Leben, also die angemeldet hat, muss ich natürlich jetzt auch ganz formal die Veranstaltung für beendet erklären. Das tue ich jetzt hiermit, die Veranstaltung ist beendet. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Noch ein Hinweis. Alle mitgebrachten Demonstrationsmittel, die Sie so schön gebastelt haben, bitte mitnehmen und den Platz nach Möglichkeit so sauber verlassen, wie Sie ihn vorgefunden haben. Auf. Danke. Vielen Dank.